Moin Freunde, willkommen zu einem neuen Video von Sun Garage. Heute ein bisschen mehr Schraubi-Schraubi-Content. Also, ihr wisst ja, ich liebe Getriebearbeiten. Getriebe. Apropos Getriebe, da liegt immer noch das Getriebe von meinem Golf. Habe ich immer noch nicht geschafft. So, hier haben wir ein A6. Schicken A6. Automatikgetriebe. Der V6 3,2 FSI. Eigentlich ein lustiger Motor. Also die Dinger haben geilen Sound, aber. So nähere Infos habe ich nicht zum Auto, keine Ahnung wie viel PS hat auf jeden Fall. Da muss man das Getriebe rein, da ist das Austauschgetriebe auf dem Boden. Ich nehme euch jetzt auf jeden Fall mit. So, Verkleidung weggemacht, erster Schritt ist es auf jeden Fall erstmal den Batterie, also den Stromkreis wegzunehmen, dass der Wagen keinen Strom hat. Da ich an den Anlasser ran muss, Anlasser muss ja ab und dann nicht, dass die Kabel da rumfliegen und irgendeinen Kurzschluss auf jeden Fall machen. Naja, die klemmen wir jetzt einmal ganz schnell ab. Mal 10er Schlüssel. Einmal 10er hier rauf. Guck, das war festziehen. So. So, Pluspol ab. Bodenschutz ist ab. So, was müssen wir auf jeden Fall hier machen? Der Auspuff muss ab. Freunde, das Getriebe geht von hier bis hier. Ist ein schöner Quattro, heißt schön mit Kardanwelle, Vierradantrieb, ne? Also die Kardanwelle muss auf jeden Fall ab. Als erstes natürlich der Auspuff hier. Der muss als erstes ab. Einmal hier schön die Schrauben anfetten. Ja, warte mal. Hier hat er eine Schelle. Hier hat er keine Schelle. Uiuiui, ich glaube da, seht ihr das, Freunde? Ich versuche da mal ran zu zoomen. Ich denke, ihr seht das, ne? Da, die Schrauben müssen ab. Freunde, die Schraube geht nicht ab. Oh Mann, ey. Gesehen, zwei Schrauben habe ich gelöst. Die dritte ist von hier oben, heißt einmal hier den Kanister weg und irgendwo da hinten ist die Schraube. Naja, komm mal, ich versuche euch das mal zu demonstrieren, wo ich rangehen muss. Da ist die Schraube, ich weiß nicht, das erkennt ihr jetzt bestimmt gar nicht. Ich muss auf jeden Fall hier hinter Motor hier irgendwie reinkommen mit der Knarre und die Schraube lösen. Ich mache das mal jetzt eben ohne Kamera, sonst kriege ich noch einen Wutanfall. Ist die Schraube auf jeden Fall gelöst. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kriege das auf jeden Fall nicht auf Kamera. Nach keine Ahnung wie viel Wutanfällen habe ich hier mir tausendmal meine Hand aufgerissen. So, ihr seid live dabei, wie ich die Schraube abschraube. Hier haben wir das, die A-Mutter. Auf jeden Fall. Oh, so, jetzt kann ich auch wieder hochfahren. Schwitzen kommen bei der ersten Schraube. Naja, gesagt, bei den ersten Schrauben hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht, aber nützt ja nichts, die Schraube ist ab, weiter geht's. Auspufflose, warte mal, da seht ihr es, mit Cut. So, da muss ich auf jeden Fall die Mittelstrebe abbauen, die Mittelstrebe abbauen. Ich denke, ich nehme den Auspuff ein komplettes Einzelstückchen ab, weil ich echt keinen Bock hier habe, dieses Meterteil alleine rumzutragen. Auf der Seite kam wohl das Sechsraum mal neu, hier ist es besser, da muss ich die Krümmerschrauben nicht lösen, da muss ich nur die Schelle hier lösen. Zwei runde Schrauben. Hier ist schon eine neue Shell reingekommen. Da muss ich flexen. Kacke, 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 kacke. Eine Minute später. Schrauben sind raus. Jetzt kriege ich auch den Auspuff raus. Ganz vergessen, hier Lambda-Sondenstecker. Habe ich ganz vergessen abzumachen. Das ist die vordere. Welche gehört denn nach hinten? Ja. Ich habe sie gefunden. So, beide draußen. Jetzt geht's weiter hier, den Kram hier ab, aber den kann ich auch eigentlich im Ganzen abnehmen, ne? Hier die Gummis lösen, da ebenfalls. Wo hat er noch hier einen Haltepunkt? Und wo hier hat er einen Haltepunkt? Genau, da sind noch die zwei Gummis. Jetzt mal wirklich, Getriebe, die längs eingebaut sind, gehen besser aus als
bei Motoren, die quer eingebaut sind, finde ich so. Ne? Natürlich jetzt beim Golf ist es eine andere Sache, aber Beispiel damals bei meinem BMW 1er war ja auch so eingebaut. Lass mich lügen, auch maximal 2-3 Stunden Arbeit, rein, raus, das Getriebe ging auch top. Oder nicht, Jan? Bei deinem E500 war auch Getriebe, damals ging ja auch besser raus. Was sagst du? Quer oder längs eingebaute? Welche gehen besser raus? Längs. So, da einmal raus. Letzte Schraube. Fallen mir nicht auf den Kopf. So, der hat mein Leben gerettet. So, da haben wir hier die Gummis. Muss ich mal gucken, wie ich die abschraube, weil die Schrauben sehen auch nicht so lecker aus. Auspuff ist ab. Auspuff ist ab. So, jetzt seht ihr hier die Kardanwelle. Die Schrauben sehen jetzt auch nicht mehr so lecker aus. Auf jeden Fall, die muss ich lösen. Dann muss ich hier, da seht ihr auch die Schrauben, dort die einmal lösen. Und halt in der Mitte ist noch ein Mittellager. Das seht ihr da. Das muss ich auch noch lösen. Ich kämpfe hier mit der Antriebswelle. Die mache ich einmal ab. Hier drüben auch. So. Antriebszellen sind ab, Kardanwelle ist auch gleich ab, Stecker hier, also ich sag euch ehrlich, ne? Hand aufs Herz, Huschi, ich weiß nicht, was sagst du dazu, Mercedes oder VAG-Schrauben, was ist leichter? VAG. Auf jeden Fall, ne? Also wirklich, VAG ist viel leichter, das habe ich direkt gemerkt, weil ich am Platinstecker vom Getriebe, den Hauptstecker, ich sag euch ehrlich, beim 7G-Tronic, ich kämpfe da wirklich 15 Minuten allein schon, um den Stecker abzubekommen. Hier haben wir wieder meine alte Liebe auf dem Hof. Jaguar. Oh. Also auf jeden Fall an dem Jaguar wird er gemacht. Wasserpumpe wird er gemacht. Bremse hinten werden gemacht. Also Bremse hinten geht, Wasserpumpe wiederum nicht. Alles verbaut. Aber das mache ich zum Glück nicht. Leitungen werden abgebaut vom Getriebe. Die geht einmal von hier bis nach da. Hier ist sie einmal geteilt. Ich denke, ich nehme sie in zwei Teilen raus. Leitung ist ab, Leitung ist dort ab, liegt jetzt so zur Seite, dass sie mich auf jeden Fall nicht stört. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter am Anlasser. Und Freunde, wirklich, der Anlasser sitzt richtig schlimm. Da ist er und da ist die Schraube und darüber ist noch eine Schraube. Ich mache mir mal jetzt einen Schlachtplan, wie ich das Ding hier rausreiße. Ich bin hier beim Anlasser abbauen. Ich weiß echt nicht, wie VW das hier machen will. Oh, Freunde, nächster Tag, neues Glück, neue Schraube. Nein, Spaß. Freunde, ich habe die Schraube gelöst bekommen. Ich zeige euch das. Die Anlasserschraube ist endlich ab. Seht ihr das? Ich habe sie gelöst bekommen. Ich musste hier, wie ihr seht, Stabi-Stange abbauen. Komplett. Also die Schraube ist auf jeden Fall lose. Wir drehen die mal raus. Ah, geht doch. Da dreht sie sich doch. Das ist gut. Das ist gut. Komm raus. Boah, ist aber eine Riesenschraube. Guckt euch das mal an hier. Heftig. Und die hat mein Kopf auseinandergenommen mit mehreren Wutanfällen und sonstigen. Der Halter ist ab hier. Wird hier vom Getriebehalter gehalten. Jetzt geht's an die Getriebeschrauben. Also ich weiß echt nicht, wer Audi gestern, ich weiß, haben wir noch drüber geredet, VAG-Schrauben ist leichter. Aber ich glaube, Mercedes Getriebe würde schneller rausgehen. Ne? Seht ihr den Bit? Ich versuche mal ran zu zoomen. Seht ihr die Schraube? Mhm.
Kardanwelle wollte ich eigentlich abmachen, aber da waren ein paar Schrauben nicht ab. Da habe ich die einfach hier weggebunden. Das geht ja auch so. So, jetzt muss ich da hinten. Seht ihr die Getriebeschraube? Da haben wir eine. Da und eben halt rundherum auch die lösen. Getriebe hängt ja schon. Geht eigentlich, ist gleich draußen. Halt das fest, an zwei Schrauben nur noch. Das Problem ist, ich bin leider gerade nur zu zweit hier. Ist ein bisschen schwer, das Getriebe, ne? Zu zweit runterzutragen, ist schon ein bisschen schwierig. Deshalb warten wir mal ab, bis mein Bruder wieder da ist. Der ist nämlich gerade am Außendienst. Warten wir mal ab, bis er wieder da ist. Und dann müssten wir das auf jeden Fall zu dritt runterbekommen. Dann zeige ich euch das Getriebe. Ne? Getriebe ist unten, guckt euch das Monster an. Ah, da läuft der Wandler noch raus, schön in den Eimer. Aber jetzt seht ihr das, was für ein Monstermotor das ist, obwohl er nur 3,2 Liter Hubraum hat. Das Getriebe ist auf jeden Fall ein Monster. Also ich schätze so um die 200 Kilo, ey. Ach du Scheiße. Ihr habt es gesehen, Getriebe ist draußen, ich bin fix und fertig. Auf jeden Fall, das war auf jeden Fall das Ende des Videos. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke für jedes Kommentar vom letzten Video. Danke für jeden Abonnenten auf jeden Fall. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Folgt meiner Familie auf YouTube. Links sind in der Videobeschreibung drin. Und ganz wichtig, YanTube. Da auch folgen. Die Tage kommt da auf jeden Fall sein erstes Video. Link ist auch in der Videobeschreibung drin. Wenn ihr Bock habt auf den Teil 2 beim Audi A6, schreibt es mir in die Kommentare, weil ich habe das jetzt nicht geplant, dass ich da noch irgendwas mache, weil off-cam kann ich einfach entspannter schrauben, sag ich mal so. Da, ne, wisst. Selbsterklärend. Auf jeden Fall, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.